Manchester und Bernd Trautmann. Eine Stadt, eine Legende. Was er geleistet hat, auf und außerhalb des Platzes, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das kann kein Botschafter der Welt. That is the big irony of his life. Was für eine Ironie. Was ihn zum perfekten Hitlerjungen machte, machte ihn auch zum perfekten englischen Torhüter. Er hat sehr oft den Satz gesagt, wir hatten keine andere Wahl. Auswärtsspiel für Dave und Sue Wallace, Manchester City-Fans seit über 60 Jahren. Seit und wegen Bert Trautmann. Man City spielt an diesem Tag in Swansea. Ehepaar Wallace bleibt zu Hause, im Fanclub in Tyldesley, einem Vorort von Manchester. In all den Jahren hat Dave Wallace viele Spieler bei Manchester City kommen und gehen sehen. Trautmann vergisst er nie. Er ist eine wahre Legende. Er war einer, als er hierher kam und vor allem nach dem Pokalfinale. Ein großartiger Botschafter für Deutschland und die englisch-deutschen Beziehungen. Ein großartiger Mann. Glanz, Glamour und ein echter Scheich. Das ist Manchester City heute. Und hellblau in der Vereinsfarbe, der Teppich für die Kinopremiere. Spielfilmregisseur Markus Rosenmüller hat über 10 Jahre das Leben seines Filmhelden recherchiert. Catherine Clay hat Trautmann mehrfach interviewt. Die englische Biografin ist aus London angereist. Im Taxi auf der Fahrt hierher war das Erste, was der Taxifahrer sagte, ah ja, Bert Trautmann, der Typ mit dem Genickbruch. Es machte ihn weltberühmt. Spot an für eine Jahrhundertgeschichte im Sport. Das englische Pokalfinale von 1956. Birmingham stürmt mit allen Beinen. Jetzt ist Trautmann der Turm in der Schlacht. Bei einer Abwehr wird er verletzt. Aber Trautmann spielt weiter. Man tut, was man tun kann, natürlich. Aber ich, wie gesagt, ich habe im Unterbewusstsein gespielt und wusste überhaupt nichts davon. Späterhin im Fernsehfilm habe ich es natürlich gesehen. Wenig später bricht er erneut zusammen, doch er hält durch und sichert Manchester City Sieg und Pokal. Eines der wichtigsten Sachen für ihn war, dass wir uns nicht darauf fokussiert haben, dass es diesen Genickbruch und dieses eine Spiel, diesen einen legendären Auftritt gab. Sondern er, glaube ich, wollte schon als Botschafter für diese Versöhnung gelten. 2 Tage nach dem Finale präsentiert die Mannschaft von Manchester City die Trophäe vor dem Rathaus. Der FA Cup, der Pokal der englischen Football Association, ist der älteste Fußballwettbewerb der Welt. Das hat die Leute elektrisiert. Also dieser FA Cup, den er gewonnen hat, das ist vor allem noch zu seiner Zeit mit Sicherheit wichtiger gewesen, als englischer Meister zu werden. The team reached the town hall, where a civic welcome awaits them from Lord Mayor Tom Regan. But the crowd don't want speeches, they want their hero, Bert Trautmann. Bert can't get a word in either. Quiet, quiet, quiet. Quiet! Als sie schließlich das Pokalfinale gewonnen hatten und er dann vor dieser Menschenmenge mitten in Manchester steht und immer Ruhe, Ruhe sagt, ich glaube, da hatte er sehr gemischte Gefühle. Er, dieser Deutsche, nachdem die Menge brüllt, den sie liebt. Und er selbst liebt sich eigentlich nicht.
Warum hat Bert Trautmann sich selbst nicht geliebt? Darauf sucht Mark Trautmann, Jahrgang 1960, noch heute eine Antwort. Auf den Spuren seines Vaters vor dem historischen Rathaus in Manchester. Er ist der jüngste Sohn von Margaret und Bert Trautmann. He probably, you know, was quite, you know, a deep person. Er war ein tiefgründiger Mensch, aber er hat seine wahren Gefühle selten gezeigt. Manchmal hat er sich Vorwürfe gemacht. Dann habe ich gesagt, du hast Großartiges geleistet. Sicher hast du auch schlimme Dinge erlebt. Er versteht mich doch. Sieben? Die Schlüsselszene des Spielfilms. Neun, zehn. Sie steht für Trautmanns Trauma. Das war genau die Szene, die er mir erzählt hat, eben aus der Ukraine mit dem Kameraden, wo er diese Erschießung von Juden gesehen hat und er wusste, er kann nichts sagen, weil er sonst selber erschossen wird. So eins zu eins hat er es uns erzählt. Ich vergesse nie, wie er mir davon erzählt hat. Er und sein Freund Peter hatten ihre Einheit verloren und plötzlich waren da diese riesigen Scheinwerfer. Und dann haben sie es gesehen. Endlose Reihen von Juden, die man zwang, sich auszuziehen und in Gruben zu klettern. Und überall SS. Es ist ein solches Massengrab wie dieses, das die Alliierten später entdecken. Deutsche Kriegsverbrechen im Winter 1942 an der Ostfront. Trautmann, nicht mal 20 Jahre alt, wird Zeuge. Er hatte Angst, sich einzumischen. Er hatte Angst, es zu melden, weil er wusste, er würde dann auch erschossen werden. Er hat es niemals vergessen. Wie auch. Ich glaube, da kamen ihm die ersten Zweifel. Aber er war zum Nazi erzogen und er wollte in den Krieg. An der Weser in Bremen wird Trautmann im Oktober 1923 geboren. Als Sohn eines Hafenarbeiters. In unruhigen Zeiten. Trautmann ist 10 Jahre alt, als die Nazis in Deutschland die Macht übernehmen. Bremen zeigt Flagge und Hitlers Ideologie zeigt Wirkung, gerade bei der Jugend. Bernhard oder Bernd, wie er in Bremen genannt wird, löst sich früh von seinen Eltern und seinem kleinen Bruder Karl-Heinz. Er kann es gar nicht erwarten, endlich der Hitlerjugend beizutreten. Er war der perfekte Hitlerjunge. Groß, blond, blauäugig und unfassbar sportlich. Ob Fußball oder Völkerball, in seinem Sportverein Tura ist Bernd der Beste. Auch in der Hitlerjugend kann der junge Trautmann zeigen, was in ihm steckt. Sport wird von den Nazis gefördert. Gut für Bernd, denn er sticht heraus. Für ihn war es eine Möglichkeit, Sport zu treiben. Die politischen Absichten haben ihn wenig interessiert. Als Jugendlicher hat er das nicht richtig durchschaut. Er glaubte, dass das Leben für sie besser wird. 1941 zieht Trautmann in den Krieg. Freiwillig. Mit 17. Er kämpft 3 Jahre lang an der Ostfront. Als die für Deutschland verloren ist, wird er an die Westfront geschickt. Ardennenoffensive. Aufgeben gilt nicht. Nicht für Hitler und auch nicht für Trautmann. Brecht ihr die Regeln, werdet ihr gemäß den Genfer Konventionen bestraft. Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Sowohl hier im Lager als auch in umliegenden Betrieben. Ist das klar? Ja, Sir! Ashton in Makerfield im Nordwesten Englands. Hier landet Trautmann. Heute eine Grundschule, damals ein Lager für Kriegsgefangene, Prisoners of War. Man sagte, sei froh, dass du noch am Leben bist. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Ich meine, vorhersehen konnte man ja nicht, wie man behandelt werden würde als Kriegsgefangener. Aber ich muss in Fairness sagen, andere haben vielleicht andere Erfahrungen gesammelt. Wurden wir also sehr fair von den Engländern behandelt. 11 Millionen deutsche Soldaten kommen in Kriegsgefangenenlager der Alliierten. Trautmann beginnt in England kein normales, aber ein geregeltes Leben. Es gibt Essen, Arbeit und Sport.
gedacht, habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich halt Fußball angefangen habe zu spielen, wieder in England, dass wir außerhalb des Lagers gegen Amateurmannschaften spielen konnten und so auch Zivilisten kennengelernt hatten. Und es war nie etwas Feindseliges in deren Augen zu lesen. Bei der Fußballmannschaft vom Camp 50 soll Trautmann ins Tor. Eine neue Position für ihn. Mit der wird er schnell warm. Nicht so sehr mit der Umerziehung. Von den Engländern sollen die Deutschen das lernen, was viele von ihnen nie gekannt haben. Demokratie. Das dauert. Anders als etwa in den USA ist in den englischen Lagern dieser Unterricht freiwillig. Er war normal in dem Sinn, dass er am Anfang ein Nazi war und wenig bereit, sich zu verändern. Und ich denke, er war auch normal darin, dass er nach und nach doch seine Haltung änderte. Die Engländer haben aus Trautmann einen besseren Menschen gemacht. Das erzählt Trautmanns dritte Ehefrau, Marlies, noch heute. Beide sind über 30 Jahre zusammen. Die meiste Zeit in Spanien, wo Trautmann bis zu seinem Tod gelebt hat. Egal wo auf der Welt, England und Deutschland haben Bert Trautmann niemals losgelassen. Er war zweigeteilt. Er hat ein zweigeteiltes Herz gehabt. Ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Und wenn die Deutschen über die Engländer geschimpft haben, dann hat er die Engländer in Schutz genommen. Mit seiner Lagermannschaft kommt Trautmann nach St. Helens. Hier zwischen Manchester und Liverpool wird heute noch Fußball gespielt. Genau wie nach dem Krieg. Der blonde Torwart der Gefangenen fällt auf. So einen könnte der junge Club gebrauchen. Die Vereinsbosse leiten, damals wie heute, zwar nur einen Amateurclub, aber sie haben Ambitionen wie alle Engländer, wenn es um Fußball geht. Aber können sie einen Deutschen ins Tor stellen? Er hat wirklich jeden überzeugt. Am Ende haben sie ihn vergöttert. Nur 2-3 Jahre nach Kriegsende. Er wurde einer von ihnen. Aus Bernhard Karl Trautmann wird Bert. Für St. Helens geht es sportlich bergauf. Hier sehen Sie in Trautmann nun den Menschen, nicht mehr den Feind. Als er im Januar 1949 erstmals zum Heimatbesuch nach Bremen reist, sammeln sie Lebensmittel und 50 Pfund Bargeld für ihren Torwart. Die Familie war überwältigt von der Großzügigkeit der Menschen hier. Solch schwere Zeiten und dann diese Großzügigkeit. Zurück in England meldet sich Trautmann zum Bombenräumkommando. Freiwillig. Fußball spielt er aus Leidenschaft und begeistert auch die weiblichen Fans. Oh yes, he was a charmer. He was, yeah. Der charmante Deutsche erobert viele Herzen und er verliebt sich in ein Mädchen aus St. Helens. Mit dramatischen Folgen. Er hat mal gesagt, das Schlimmste, was ich persönlich je getan habe, war Marion zu verlassen. Das Mädchen, das von ihm schwanger war. Sie einfach sitzen zu lassen. Er sagte, ich war eben jung, 24, mein Leben hatte gerade begonnen. Und zu meiner ewigen Schande bin ich abgehauen. Seine uneheliche Tochter Frieda lernt Bert Trautmann erst kennen, als diese erwachsen ist. Die Vaterrolle kommt 1948 für ihn noch zu früh. Gerade machen seine Torwartleistungen auch außerhalb von St. Helens die Runde. Die Berufsfußballvereine in England haben auf jedem kleinen Platz in England ihre sogenannten Späher. Und wie es so kam, sie fragen mich, ob ich unterschreiben wollte für Manchester City. Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt ist Bert bereit für die Liebe und für den Fußball. Er heiratet Margaret, die Tochter von St. Helens Vereinsboss Jack Fryer. Das Ehepaar Trautmann geht nach Manchester. Sohn John wird geboren und Bert Trautmann will sich als Profi durchsetzen. In der Stadt, in der Fußball eine ganz große Rolle spielt. Damals in den 50er Jahren und heute auch. Viele Spieler, nicht nur bei Man City, sind heute Multimillionäre.
während sich viele Fans kein Ticket fürs Stadion leisten können. Sie leben wie in einer Blase und wir schauen ihnen von außen zu. Wir unterstützen sie, aber das Verhältnis ist nicht mehr so wie früher. In den 50er Jahren sind sie zusammen mit den Fans zum Spiel gefahren, in einem ganz normalen Bus. Dave Wallace besitzt eine Art privates Man City Museum. Er hat jedes Programmheft aufgehoben, von allen Spielen seit 1950. Heim und auswärts. Lange vor Panini hat er sein eigenes Sammelalbum gestaltet. Mit Bildern von Bert Trautmann. Er war ein echtes Vorbild, besonders für mich. Als junger Torhüter wollte ich besser werden und Bert hat gezeigt, wie es geht. Wie er den Ball gefangen und geworfen hat, die tollen Paraden. Man wollte wie Bert sein. Heute lebt Manchester City von arabischen Investoren und immer noch vom Mythos eines deutschen Torhüters. Fred Eyre und Steve Fleet haben mit Trautmann trainiert und gespielt und dessen Werdegang begleitet. City brauchte einen Torhüter, nachdem der berühmte Frank Swift seine Karriere beendet hatte. Dann kam Bert und er war innerhalb weniger Wochen eine Sensation. Newcastle scheint den Mythos von Manchester zu zerstören, aber Bert Trautmann vollbringt wahre Wunder. Noch einmal zeigt der ehemalige Kriegsgefangene seine tollkühnen Paraden. Man konnte den Blick kaum von ihm nehmen. Natürlich wollte man das Spiel sehen, aber er war so besonders, so spektakulär, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zog. Er hatte das gewisse Etwas. Trautmann wird zu einer echten Größe im Tor von Manchester City. Mal mutig, mal elegant. Seine Art zu halten wäre heute noch modern, auch ohne Torwarthandschuhe. Ein Star, ohne Allüren, auch gegenüber Kindern. Leslie Wertheimer, Jahrgang 1947, ist heute noch stolz, dass der berühmte Torwart ihn schon als Kind zu Hause besucht hat. He would collect me from my house and then drive me in his Volkswagen car. Er hat mich sogar einige Male mit seinem VW-Käfer von zu Hause abgeholt und zum Spiel mitgenommen. Ich durfte mit ihm zur Trainerbank, direkt am Spielfeld. Der beste Sitzplatz. Natürlich waren meine Freunde sehr neidisch auf mich. Trautmann hat eine besondere Beziehung zur Familie Wertheimer. Wie er kommen auch Leslies Eltern aus Deutschland. Doch Henry und Else Wertheimer müssen fliehen. Als Juden werden sie von den Nazis verfolgt. In ihrem Gardinengeschäft in Manchester ist Trautmann Kunde. Wir wussten, dass Bert Trautmann Soldat war. Aber er war eben nicht in der SS oder der SA. Für uns gehörte er also nicht zu denen, die diese schlimmen Verbrechen begangen haben. Trautmann ist kein gewöhnlicher Soldat. Als Fallschirmjäger kämpft er im Krieg in der Odenwaldeinheit. 7. Fliegerdivision, Elitetruppe. Bis zum bitteren Ende glaubt er an den Sieg. Für Hitler tut der Soldat Trautmann mehr als seine Pflicht. No, he never spoke much about Germany at all. About the war on any road. Über Deutschland und den Krieg hat er nur sehr wenig gesprochen. Wenn, dann hat er uns Fragen zu Deutschland gestellt. Es war eine Zeit, die die Menschen vergessen wollten. Er hat sowas nur wenigen Menschen gestanden, aber mir hat er sich anvertraut. Er fühlte sich schuldig wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Er hat schreckliche Dinge getan in Russland. Das geht gar nicht anders, wenn man 3 Jahre gegen Partisanen kämpft. Er hat nur mit dem Ledergürtel festgeschnallt oben auf Bäumen geschlafen. Unten hätten ihn Partisanen erstochen. Aber natürlich war unausgesprochen klar, dass er Ähnliches auch gemacht hat. Musik
In Manchester leben nach Kriegsende 40.000 Juden. Viele davon gehen auf die Barrikaden, als Man City einen deutschen Torwart verpflichtet. Erst als sich ein Rabbi aus Manchester einschaltet, beruhigt sich die Lage. Alexander Altmann schreibt in einem offenen Brief: Wenn dieser Fußballer ein anständiger Kerl ist, sehe ich kein Problem. Jeder muss als Mensch bewertet werden. Er war sehr einflussreich und hat die Situation beruhigt. Er selbst hat Familienmitglieder durch den Holocaust verloren. Deshalb bedeutete es viel, wenn er sagte, man kann einen Einzelnen nicht wegen all der Verbrechen verurteilen, gebt ihm eine Chance. Ausgerechnet ein deutscher Jude, Alexander Altmann, hat den ehemaligen deutschen Nazi Bert Trautmann in Manchester verteidigt. Obgleich ich sehr, sehr viel nachher mit jüdischen Gemeinden in der Wohltätigkeit und Wohlfahrt zu tun hatte, und auch sehr viele jüdische Freunde hatte, habe ich diesen Rabbi Altmann nie getroffen, was mir sehr leid tut, was ich auch eigentlich bereue, denn irgendwie hat er mir doch den Weg geebnet da in Manchester. Trautmann ist mehr als nur ein Torwart. Er wird schnell zum Publikumsliebling in Manchester. Seinetwegen kommen die Leute ins Stadion. Er hat die Menschen schnell für sich gewonnen mit seinem Auftreten und seiner Torhüterleistung. Er war ein guter Mann. Trautmann findet sein Glück in England. Deutschland kommt für Ehefrau Margaret nicht in Frage, obwohl Bert Angebote aus der Heimat hat. Der deutsche Torwart ist in England eine Sensation. Ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Fulham. Als er aufs Feld kam, standen die Zuschauer auf und klatschten. Er schaute sich um, weil er sehen wollte, wen sie bejubelten. Der Applaus galt ihm, dem Deutschen in der englischen Liga. Bert Trautmann, der deutsche Torhüter von Manchester City, einst Fallschirmjäger und Kriegsgefangener, wurde in England zum Fußballer des Jahres gewählt. Erstmalig bekam ein Ausländer diese Auszeichnung. Um Fußballer des Jahres zu werden, musst du ganz England für dich überzeugen. Und das hat er getan, als Deutscher. Fußballer des Jahres, gewählt von Englands Sportjournalisten. Wie Trautmann hat das nur noch Jürgen Klinsmann 1995 geschafft, nach nur einem Jahr bei Tottenham. Ich wurde zwar auch am Anfang mit Skepsis empfangen, vor allem weil Tottenham Hotspur ein jüdischer Club ist. Aber durch die Tatsache, dass er schon mal durch all diese Skepsis durchgegangen ist, war es für mich mit Sicherheit, ohne es zu wissen, viel einfacher. Auch Jürgen Klinsmann hat die Herzen der Engländer gewinnen können. Fast 40 Jahre nach Bert Trautmann. Im Mutterland des Fußballs reicht es für die beiden Deutschen nicht, nur gut zu spielen. Also ich glaube, der englische Fan, er möchte einfach sehen, dass du alles gibst, was du hast. Und selbst wenn du Fehler machst, also jetzt ein Stürmer, du schießt kein Tor, aber du hast dich zerrissen für deine Truppe, ist es okay. Er will komplette Aufopferung für seine Mannschaft sehen. Wie im Pokalfinale 1956. Trautmann hätte nach dieser Szene tot sein können oder gelähmt. Er bricht sich den zweiten Halswirbel, diagonal. Vier weitere werden ausgerenkt. Doch er hat Glück. Spielt benommen weiter und Manchester gewinnt 3:1 gegen Birmingham. Ruhe vor dem Trubel findet die kleine Familie Trautmann vor den Toren Manchesters. Doch hier in Bramhall schlägt das Schicksal schon bald mit voller Härte zu. Kleiner, Kleiner, du hast mir zu viel gegeben. Das Furchtbare war, es passierte direkt vor den Augen seiner Frau Margaret. Er war unterwegs in Deutschland. Und dass das so kurz nach dem Pokalfinale passierte, das ist bezeichnend für sein Leben. Er hatte diese irren Höhen und Tiefen. Beerdigung des geliebten Sohnes John. Schlimmer noch als der Genickbruch sind für Trautmann die seelischen Wunden.
Nach Johns Tod waren sie zwar noch fast 15 Jahre verheiratet, aber das Unglück war sicherlich der Beginn ihrer Trennung. Ich bezweifle, dass jemand wirklich versteht, wie tief sie verletzt waren. Die Ehe bekommt Risse. Zwar werden noch die Söhne Steven und Mark geboren, doch schon bald trennen sich ihre Eltern. Bert Trautmann tingelt nach seiner Karriere als Trainer durch die Welt. Preußen Münster, Opel Rüsselsheim. Später trainiert er in Pakistan und Birma. Erst in Spanien kommt Bert Trautmann zur Ruhe. Im Alterssitz in der Nähe von Valencia. Von dort führt er seine Familie wieder zusammen. Mit seiner dritten Frau Marlies und mit Mark. We were all planning to go to Spain. Wir wollten alle nach Spanien kommen zu seinem 90. Geburtstag. Mein Bruder, seine und meine Kinder und auch meine Halbschwester. Wir wollten ein großes Familienessen zusammen machen. Er hatte sich schon sehr darauf gefreut. Es ist so schade, dass er es nicht mehr erleben konnte. Mark und Steven Trautmann haben bisher kaum öffentlich über ihren Vater gesprochen, der 2013 starb. Ich verstehe nun mehr seit seinem Tod. Bei seiner Geschichte geht es nicht bloß um Fußball. Es geht um die Schwierigkeiten nach dem Krieg. Als Deutscher in England, es muss wirklich hart gewesen sein. Die Engländer haben Trautmann vergeben und ihn verehrt. Die Queen verleiht ihm einen Orden für seine Verdienste um die deutsch-britischen Beziehungen. Anerkennung erfährt Trautmann auch in Deutschland. Er bekommt das Bundesverdienstkreuz und, obwohl er nie für die Nationalmannschaft hat spielen dürfen, höchste Auszeichnungen vom Deutschen Fußballbund. Er war ein sehr bescheidener Mensch, hat auch keine großen Ansprüche gestellt. Und das war alles immer gut, so wie es war. In Trautmanns Geburtsstadt Bremen ist heute nur ein winziger Platz nach ihm benannt. Vor dem Gebäude seines ersten Vereins Tura. In Manchester trägt eine kleine Gasse seinen Namen. In einem Neubaugebiet im Stadtteil Mossad. Dort, wo früher das Stadion von Manchester City war. Hier an der Main Road haben sie ihn gefeiert. Nach seiner Karriere wird er von den Fans zum Spieler des Jahrhunderts gewählt. Trautmanns Leben ist eine Jahrhundertgeschichte, die weit über den Fußball hinausgeht. Es ist die Geschichte eines Deutschen, die ohne die Engländer nicht möglich gewesen wäre. The English gave him their love. Die Engländer haben ihm ihr Herz geschenkt. Sie haben ihn wirklich geliebt. Er hat mal gesagt, ich wurde als Deutscher geboren, aber im Herzen bin ich Engländer. Und ich weiß, wie er das gemeint hat. Wir haben ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die er meinte, gar nicht verdient zu haben.